Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem neuen YouTube-Video und freue mich ganz besonders, den Neurobiologen Professor Gerald Hüther vorstellen zu können. Ich möchte jetzt gar nicht sehr viel über dich erzählen. Ich habe unten in der Videobeschreibung eine kleine Beschreibung von dir und auch deine Gesellschaft und ein paar Bücher von dir. Also dann nutzt mal die Zeit lieber hier für das Gespräch und wer möchte, kann sich da gerne nochmal informieren. Ich glaube, das wäre so das Einfachste. Aber ich begrüße dich auch schon mal und alle, die uns hier zuschauen und Ja. zusehen. Und wir verraten denen mal, dass wir uns aus deiner Kasseler Zeit gut kennen. Gut, wir hatten Das uns einmal gesehen bei einem ayurvedischen Abendessen, aber ich denke, wir erinnern uns beide sehr, sehr gern daran zurück. Prima. Ich habe dich gebeten zu diesem Interview, weil jeder macht sich im Moment so seine Gedanken über die Krise und du natürlich als Profi ganz besonders. Und ich habe mir manchmal so gedacht, ja, diese Krise der letzten 2,5 Jahre muss ja für den Psychologen, den Epidemiologen, den Soziologen und natürlich auch für den Hirnforscher quasi ein gefundenes Fressen sein. Das ist ja quasi ein großes Experiment, was da abläuft und was da in der Gesellschaft vorgeht. Vielleicht kannst du mir mit deinen Worten mal erzählen, wie du das als Profi, so ein bisschen mit der Distanz des Profis, wie du das so das erlebt hast, was da in der Gesellschaft passiert ist. Also im Prinzip hast du recht, das ist natürlich ein unglaubliches, interessantes Feld, in dem man so als Wissenschaftler sehr viel lernen kann. Und jetzt die Antwort auf Ihre Frage. Die meisten Wissenschaftler haben sich so auf einzelne Themenfelder spezialisiert. Und es ist auch eine Kultur des wissenschaftlichen Austauschs so stark etabliert, die dazu führt, dass einer dem anderen sagt, dass er sich nicht auf dessen Arbeitsgebiet hineinwagen soll. Also es herrscht eine Spezialisierungskultur mit gleichzeitigen Abgrenzungsbestrebungen gegenüber anderen Fachdisziplinen und früher hieß das im Volksmund, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und das hört man dann heute, wenn jemand so wie ich mich dann auch in anderen Themenfeldern zu Wort meldet, dann kriege ich gesagt, ich sei doch hier gar kein Experte und dazu hätte ich nichts zu sagen. Da müsste man die entsprechenden Experten fragen. Und vor solchen Zurückweisungen haben die meisten Experten große Angst, weil sie das natürlich auch als eine Gefahr betrachten. Da haben sie so lange an ihrer Expertise gearbeitet und sich in ihre Position hineingearbeitet, dann haben die auch keine Lust, sich vorwerfen zu lassen, dass sie als Experte zu Dingen Stellung nehmen, wo sie, wie die anderen meinen, von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Das ist ein ganz trauriger Zustand, beschreibt eigentlich das Hauptproblem in der Wissenschaft. Wir haben ja zwei Erkenntnislinien. Die eine heißt Analyse, die andere heißt Synthese. Und wir machen hier seit der Aufklärung im Wesentlichen nur noch Analyse. Wir zerlegen alles in immer kleinere Bestandteile und werden dann Spezialisten für immer weniger. Und das ist im Grunde genommen auch okay, das darf man auch machen, aber nur dann, wenn sich diese hochspezialisierten Experten auch noch weiterhin hochintensiv austauschen. Also ein Experte, der nicht mit anderen Experten aus anderen Disziplinen in einem engen Austausch steht, ist ein Fachidiot und kein Experte für irgendetwas. Okay, das finde ich jetzt eine sehr interessante Sichtweise. Das heißt ja, die Wissenschaftler fokussieren sich eigentlich auf das Detail, um sich dem Ganzen auch gar nicht zuwenden zu müssen. Ja, es ist viel bequemer. Man kann ja auch seine wissenschaftlichen Meriten eigentlich nur dadurch erwerben, dass man nichts falsch macht. Und da, wo ich mich auf das fokussiere, wo ich sozusagen das tiefste Loch gegraben habe und es auch noch eigenständig ausgehoben habe, kann mir kein anderer dazwischen fummeln. Okay. Insofern, was da zum Ausdruck kommt, ist im Grunde genommen, also Menschen aus dem Wissenschaftler aus dem vorigen Jahrhundert würden sagen, das sind aber sehr unsichere Kandidaten. Dass sie sich nicht aus ihren Löchern trauen und selbst so eine Gelegenheit wie jetzt, wo in der Gesellschaft mal alles drunter und drüber geht, benutzen, um sich mit ihrer jeweiligen Expertise zu dem Gesamtgeschehen zu äußern. Nein, machen sie nicht, sie bleiben in ihrem Loch.
wie übrigens viele Menschen. Das sind ja nicht nur die Wissenschaftler, auch die Unternehmer haben sich in ihre Löcher zurückgezogen, die Lehrer oder die Pädagogen, also ja eigentlich auch viele Ärzte. Also wenn man sich das anguckt, das, was da passiert, hätte doch fast jeden Arzt eigentlich in Rage bringen müssen, weil da gegen grundlegende Erkenntnisse des Infektionsschutzes verstoßen worden ist. Also nur dieses eine Beispiel, man darf nie in eine Pandemie hineinimpfen und trotzdem wird es gemacht. Und dann weiß man auch, wenn man geimpfte Menschen dann wieder in eine Situation bringt, wo die sich infizieren, dann hat sozusagen, dann bietet dieser Geimpfte ein wunderbares Feld für die Mutationen des Virus, weil der da sozusagen mit dem Geimpften üben kann, wie er mutieren muss, damit die entsprechenden Antikörper, die da gebildet worden sind, auch möglichst wirkungslos bleiben. Insofern fragt man sich, wo sind denn hier die ganzen Experten geblieben und warum melden die sich nicht zu Das Wort? wundert mich auch, dass grundlegende evolutionsbiologische Erkenntnisse, die wir seit Jahrzehnten haben, einfach nicht berücksichtigt wurden. Aber ich möchte nochmal zurück. Ich will dich nicht so ganz vom Haken lassen. Du hast jetzt natürlich schön erklärt, warum andere Wissenschaftler so reagiert haben, wie sie reagiert haben. Aber ich kenne dich ja als jemanden, der über den Tellerrand hinausschaut und auch eher einer ganzheitlichen Sichtweise verpflichtet ist. Und darum würde ich dich doch nochmal um deine subjektive persönliche Meinung eben auch aus deiner wissenschaftlichen Sicht sehen. Und du darfst ja alles sagen, was du willst. Ich werde dich nicht zurechtweisen. Wie hast du das denn gesehen aus deiner Sicht als wissenschaftlicher Experte? Ja, als wir in diese Krisensituation gerutscht sind, mit den Bildern aus Bergamo, die da über die Medien gelaufen sind, war mir klar, was das Problem ist und was da jetzt passieren wird. Noch katastrophaler habe ich noch nie gesehen, dass in der Öffentlichkeit Angst geschürt worden ist. Die Saat ist wunderbar aufgegangen und als ich das im Januar oder wann das war, 20 gesehen habe, habe ich mich hingesetzt und habe ein Buch geschrieben, das heißt Wege aus der Angst. Und hat als Untertitel diesen Hinweis, dass man die Angst nicht besiegen kann, sondern dass man versuchen muss, sich mit ihr anzufreunden. Ja, und das ist natürlich eine Blickweise, die in diese damalige Zeit in keiner Weise hineingepasst hat, aber es war eben schon absehbar, dass Menschen in Panik und in Schrecken versetzt werden und unter diesen Bedingungen reagieren die nicht mehr rational. Das ist ja bei Angst im Hirn, kommt dann das gesamte Frontalhirn durcheinander, mit dem wir unsere Handlungen planen, Folgen abschätzen und rationale Entscheidungen treffen. Und wenn da oben Chaos ist, dann regiert uns die Angst und dann kommen diese archaischen alten Muster raus, die dann Menschen in ihren Verhaltensweisen dann auch zutage gefördert haben. Das eine ist dann, dass sie, die eine Variante heißt, wenn ich jetzt nicht weiß, wie es geht, dann muss ich mich nach dem richten, was diejenigen sagen, die meiner Ansicht nach wissen, was richtig und was falsch ist. Das waren die Menschen, die sich dann sehr vertrauensvoll nach dem gerichtet haben, was an Expertenmeinungen und an politischen Vorgaben geeignet schien, um dieses Virus im Schach zu halten. Und dann gibt es aber auch andere Menschen, die haben in ihrem Leben nicht so gute Erfahrungen mit vorgesetzten Führungskräften und Anführern gemacht. Geht ja oftmals schon im Elternhaus los. Und das sind dann die Aufsässigen gewesen. Die haben gesagt, wenn die das sagen und das auch noch so komisch ist und auch noch so offenkundig ein bisschen hochgespielt wird, dann stimmt da was nicht. So, und dann haben die nach Erklärungen gesucht. Auch das hilft ja in einer Not, wenn man Angst hat, ist es immer hilfreich, wenn man irgendeine Erklärung findet. Das muss nicht die richtige sein. Hauptsache ist, man hat irgendetwas. Das ist so, als ob man sich dann innen so ein Halteseil schafft, an dem man sich festhalten kann und dann kann man auch die Angst aushalten. Man hat dann aber eben, man ist dann von diesem Halteseil abhängig. Und wenn dann noch das diskreditiert wird als blöder Verschwörungstheoretiker, dann hat man solche Menschen völlig verloren. Nun gab es ja damals, Anfang 2020, noch nicht die Impfung als Heilsbringer, in die man vielleicht die Leute mit der Angst hätte hineintreiben wollen.
Wir wissen ja heute, es gibt ja mittlerweile Studien, es gibt leider viel zu wenig Studien, jetzt ist ja für mich viel zu wenig geforscht worden, aber ich habe eine sehr schöne Untersuchung gesehen. Da hat man geschaut, welche Risikofaktoren der Lebensweise gibt es denn, die für einen schweren Verlauf prädestinieren. Und da war Nummer eins das sehr schwere Übergewicht, Nummer drei war ein schwerer Diabetes mellitus und Nummer zwei an zweiter Stelle stand die Angst. Also wir wissen, chronische Angst kann das Immunsystem ja auch schädigen. Also man hat mit dieser Angst ja eigentlich im Nachhinein gesehen genau das Gegenteil, was erreicht, was man erreichen wollte. Man hat Menschen eigentlich noch mehr gefährdet. Was glaubst du denn? Du sagst ja so, die Angst sollte fast bezweckt werden. Was wollte man denn mit dieser Angst bezwecken? Ja, wenn ich jetzt Politiker bin und ich komme in so eine schwierige Situation, dass da plötzlich eine unbekannte Erkrankung in China ausgebrochen ist und dann fangen die Medien an, Berichte zusammenzusuchen und zu veröffentlichen, die dann deutlich machen und dass das wirklich gefährlich sein könnte und die verschrecken mir dann meine ganze Bevölkerung, dann habe ich als Politiker gar nicht mehr so viele Freiräume für Entscheidungen. Wenn ich da nicht ganz schnell irgendeine Lösung anbiete, bin ich abgewählt und oder rausgeworfen oder als inkompetent bezeichnet, als entscheidungsschwach und was wir da alles so kennen. Und deshalb haben die Politiker dann sich dazu entschlossen, klare, saubere Entscheidungen zu treffen. Und weil sie Angst davor hatten, dass die eventuell falsch sein konnten, haben sie sich Experten gesucht, die ihnen diese entsprechenden Entscheidungen abgenommen haben. Also im Grunde genommen haben die Politiker gar nichts entschieden, sondern die haben das, was die Experten an Meinungen vertreten haben, nur noch umgesetzt. Und wenn man nun aber solche scharfen Dinge umsetzen will, wie ein Lockdown oder Schulschließungen und ähnliches, das macht die Bevölkerung ja nicht mit. Also ist man dann in einer gewissen Weise gezwungen, das von den Medien schon in Gang gebrachte Schüren der Angst auch noch selbst weiter zu verstärken, weil man sonst Gefahr läuft, dass die Bürgerinnen und Bürger sozusagen sich nicht an die verordneten Maßnahmen halten. So, und ich bin selbst fest überzeugt davon, dass die Politiker selbst daran geglaubt haben, dass das richtig ist, was sie da tun, dass es genau das ist, was jetzt gebraucht wird, dass sie auch dem ganz und gar geglaubt haben, was ihnen ihre Experten gesagt haben. Der einzige Fehler war vielleicht, dass ihnen keiner geholfen hat, da die richtigen Experten auszusuchen. Aber was soll man machen, wenn das ein Virusinfekt ist? Und ich bin Politiker, zu wem gehe ich denn dann als Experte? Natürlich zum Virologen. Aber dass die meisten Virologen heutzutage Molekularbiologen sind, die an Viren forschen, das ist ja dem Politiker nicht bewusst gewesen. Er hätte zum Epidemiologen gehen müssen, aber die sind schon gar nicht mehr mitgefragt worden. Okay, wenn ich das recht verstehe, und ich kann mich ja noch ganz an den Anfang erinnern, als ein Herr Spahn ja eher abgewiegelt hat, wir haben die Situation im Griff und wir haben auch genügend Masken, wir haben überhaupt keine Probleme. Und verstehe ich das dann richtig so, dass Sie quasi von den Medien ein bisschen getrieben worden sind und gesagt haben, okay, bevor wir uns treiben lassen, setzen wir uns lieber an die Spitze der Bewegung und ja, setzen einen drauf und gehen vorne weg und ja, und du hast es schon angesprochen, die haben sich eben ganz bestimmte Experten gesucht, aber es gab ja nun durchaus auch andere Experten. Und ja, Virologen beschäftigen sich natürlich mit den Viren, kennen sich damit gut aus. Aber auch die Immunologen, die natürlich auch gefragt worden sind, habe ich manchmal so den Eindruck, die haben natürlich von CD4 und CD8 und TH1 und TH2 Balance, haben die unglaublich viel Ahnung. Aber sie wissen eigentlich nicht, ob ein Kneippschallguss das Immunsystem stärkt oder schwächt. Also die Interaktion Mensch, Immunsystem, Natur, da habe ich den Eindruck, da haben die und Nährstoffe, da haben die Immunologen eigentlich gar nicht viel Ahnung. Naja, ich komme ja aus dieser Hirnforscherecke und habe viel mit sogenannten Psychoimmunologen zu tun. Und die wissen das schon alle. Und die haben dann auch laut gerufen, aber die hat keiner mehr gehört. Oder sie sind da eben mit in den Topf der Verschwörungs- und was weiß ich was Gegner geraten. Ja, das ist richtig. Und ich bleibe auch dabei, die eigentlichen Treiber dieser ganzen unglücklichen Entwicklungen waren wohl die Medien. Okay.
Gut, aber da erwartet man natürlich von Politikern auch, dass sie souverän genug sind, sich nicht nur vom politischen Willen der nächsten 4 Jahre leiten zu lassen, sondern wirklich etwas Gutes für das Volk zu tun. Ja, aber das ist ja die Frage, und die ich auch mir noch nicht beantworten kann. Wie kann das kommen, dass sämtliche sogenannten Leitmedien dasselbe Lied singen? Also das ist ja ganz eigenartig gewesen. Das hat ja dann die Politiker ganz und gar in die Situation gebracht, dass die das auch machen mussten, was die von den Medien in Angst und Schrecken versetzte Bevölkerung erwartet hat. Klare Anweisungen, Lösungen. Sie mussten sozusagen handeln und das aus einer Situation heraus, wo keiner richtig gewusst hat, was los ist. Und dann haben die natürlich versucht, sich an solche Experten zu wenden, von denen sie geglaubt haben, es seien die Richtigen. Das kann man ihnen, glaube ich, gar nicht so übel nehmen. Okay. Was man ihnen übel nehmen kann, ist, dass sie nicht irgendwann gemerkt haben, dass das nicht ganz okay war. Und dann hätten sie es offen zugeben müssen. Aber da ist der Zug schon abgefahren gewesen und ich habe auch ganz selten Politiker gesehen, die so stark waren, dass die zugeben konnten, dass sie einen Fehler gemacht haben. Aber wann ist denn das in der Geschichte mal vorgekommen? Also Ja. bestenfalls dann, wenn sie schon abgedankt hatten und kurz vorm Sterben waren, da ist es ihnen nochmal Ja. eingefallen, das auch öffentlich zu machen, dass Ja. das nicht alles in Ordnung war, was sie da getrieben haben. Aber solange der Zug noch fährt und sie noch halb mit drauf sitzen, da wird kein Politiker zugeben, dass die Richtung, die er diesen Zug gegeben hat, dann nicht so ganz gut war. Ja, leider. Ich glaube, wenn die das im rechten Moment getan hätten, ich glaube, das Volk wäre da sogar mitgegangen. Und ich war so ganz erstaunt, also ich zitiere nochmal den Herrn Spahn, als er auch ziemlich am Anfang der Krise gesagt hat, wir werden eines Tages einander viel verzeihen müssen. Und ich sagte, oh, das ist ja mal ein weises Wort. Ich warte aber heute noch drauf, dass Herr Spahn oder irgendein anderer um Verzeihung bittet. Ich würde ja gern jemanden verzeihen, aber wenn ich nicht drum gebeten werde, kann ich es auch nicht tun. Das ist jetzt für uns wieder interessant als Leute, die sich ein bisschen mit psychischen Prozessen befassen. Um Vergebung oder Verzeihung kann immer nur der bitten, der der Stärkere ist. Wenn du so einen Konflikt hast, also einen Ehestreit oder irgend so etwas, du kannst nicht erwarten, dass der Schwächere auf den Stärkeren zugeht. Sondern wer da auf den anderen zugeht, ist der Stärkere, auch wenn der manchmal so aussieht, als ob er der Unterlegene und der Schwächere war. Weil das hängt ja nicht von der Größe ab. Eigentlich muss man sagen, wer die Größe hat, auf den anderen zuzugehen, demonstriert damit, dass er auch der intrapsychisch Stärkere ist. Okay, Wer das nicht kann, ist ein Schlappschwanz. Tut mir aber leid. das hätten ja eigentlich die Politiker sein müssen. Die hatten ja die Macht und die Stärke. Wenn ich Lockdown-Maßnahmen durchsetzen kann, Na, wenn ich so ein Freiheitsrechte Unterschied. einschränken kann, bin ich ja eigentlich der Starke. Ja, aber es ist ein Unterschied, ob ich Macht und Einfluss habe oder ob ich innere Stärke besitze. Das scheint nicht Ah, dasselbe zu sein. okay, ja, der Verweis darauf scheint mir sehr wichtig zu sein. Prima. Das nächste, was mir so aufgefallen ist, wir erleben ja wirklich eine richtige Spaltung der Gesellschaft, wie ich sie in meinem Leben bisher noch nie in Deutschland erlebt habe, oder ja nicht nur in Deutschland, eigentlich ganz Europa, in der ganzen Welt. Und dass gleichzeitig auch so wenig darüber diskutiert wurde. Ich meine, wir beide kennen noch die 68er Jahre. Und da gab es natürlich auch viel Diskurs und Divergenz, aber es wurde auch unglaublich viel drüber geredet. Und ich habe im Moment so ein bisschen den Eindruck, ich gebrauche jetzt mal das Schlagwort, wir haben eine Divergenz ohne Diskurs. Und das finde ich so schade. Was kannst du dazu sagen? Ich habe es noch nicht ganz verstanden, woran es liegt. Ich habe manchmal das Gefühl, es hat was mit dem Internetzeitalter zu tun und mit der Tatsache, dass diese digitalen Medien uns alle ein bisschen dazu verführen, entweder ja oder nein zu sagen. Also Ja. ne, null oder eins. Das ist das Grundprinzip, wie die arbeiten. Und wenn man sich in den sozialen Medien umschaut, dann gibt es entweder Daumen runter oder Daumen hoch. Es gibt keinen Diskurs. Und das kann dazu führen, dass dann in so einer ganzen Gesellschaft der Diskurs abhanden kommt und dass es nur noch auf Meinungsäußerungen ankommt. Und wer am lautesten brüllt und wer die meisten Anhänger mobilisieren kann, der bestimmt dann das Geschehen. Das ist eine hochbrisante und gefährliche Entwicklung, die sich da im Augenblick vollzieht.
Ja, das beobachte ich auch so. Ich mache ja auch einige Corona-kritische Videos und ja, da kriege ich begeistertes Lob, aber ich kriege auch richtige Hasskommentare und das völlig recht. Es gibt eben kaum etwas dazwischen, was ich auch schade finde, denn wir haben ja nun wirklich gelernt auch, dass es nicht nur Schwarz-Weiß gibt. Es gibt auch Grautöne und Schwarz und Weiß sind ja eigentlich eher die Extreme. Es gibt ja viel mehr Grautöne als nur Schwarz und Weiß, aber irgendwie scheinen wir das in dieser Krise alle vergessen zu haben. Na, ich hatte gehofft, dass wenn dann deutlich wird, dass selbst die vierte Impfung immer noch nicht schützt vor Ansteckung und davor angesteckt zu werden und die Behauptung, dass dann ein milderer Verlauf gewährleistet sei, ist ja auch ein bisschen aus der Luft gegriffen. Also dafür gibt es ja auch keine eindeutige Studien. Habe ich gehofft, dass dann diejenigen, die sich zunächst erstmal auf die Seite der Impfbefürworter geschlagen haben und dann sich auch tapfer haben impfen lassen, dass die sagen, nee, jetzt will ich nicht mehr. Jetzt fühle ich mich ein bisschen an der Nase rumgeführt. All das, was mir versprochen worden ist, ist gar nicht eingetreten. Und das passiert aber offenbar in diesem Ausmaß immer noch nicht. Und dann habe ich gehofft, dass man auch irgendwann den offenen Blick wiederfindet und einfach mal in so ein Land schaut wie Schweden. Die hatten nie einen Lockdown, die haben nie Schulschließungen gehabt, die haben auch eigentlich fast nichts von dem gemacht, was wir hier alles hatten. Und die haben trotzdem keine größeren oder schwierigeren Entwicklungen mit dieser Virusinfektion als wir. Also muss man doch sagen, da scheint ja vieles, was wir hier gemacht haben, nicht zu den gewünschten großartigen Erfolgen geführt zu haben, die wir uns davon versprochen haben. Ja, wir brauchen gar nicht so ganz in den hohen Norden gehen. Ich wohne ja in der Schweiz. Das ist ja nicht so weit von Deutschland entfernt. Und im Prinzip haben die Schweizer es ja auch ähnlich wie die Deutschen gemacht, aber doch mit ganz entscheidenden Abschwächungen, sage ich mal. Wir haben ja quasi seit dem 1. April überhaupt keine Maßnahmen mehr. Und ich selbst bin vor 8 Wochen auch Corona-krank gewesen. Ganz milder Verlauf, 2 Tage Muskelschmerzen und Müdigkeit. Am dritten Tag konnte ich wieder arbeiten. Überhaupt kein Problem. Eine Woche später hatte ich ein Seminar. Ich hatte einen Vortrag auf einem großen Kongress und ich war aber noch positiv gewesen. Und da habe ich den Veranstalter gefragt, was soll ich denn machen? Ich kann das auch online halten. Wie lange hast du keine Symptome mehr? Ja, seit 5 Tagen bin ich symptomfrei. Ja, dann kannst du auch kommen. Ist überhaupt kein Problem. Also, wenn wir positiv sind, aber symptomfrei sind, dann dürfen wir alles machen. Wir dürfen arbeiten gehen. In Schweizer Krankenhäusern, in Krankenhäusern gibt es keine Maskenpflicht mehr, geschweige denn eine Testpflicht. Ja, wenn ich das deutschen Kollegen erzähle oder Freunden, die raufen sich die Haare. Wie könnt ihr nur? Das ist doch hochgefährlich. Und dann sage ich, ja, guckt euch doch mal die Inzidenzen an und guckt euch mal die Todeszahlen an. Da ist das unverantwortlich liberale Schweizer Volk ist da viel besser dran als die Deutschen mit ihren ja immer noch recht harten, mittlerweile in Europa, glaube ich, die härtesten Maßnahmen überhaupt, als die Erfolge zeitigen. Warum guckt denn da keiner hin? Ich kann mich das überhaupt nicht, habe da keine Antwort darauf. Ja, man kann da schon hingucken, aber dann kommt man ja zu einer ganz unangenehmen Schlussfolgerung, nämlich dass es wohl offenbar in keinem Land in Europa so leicht ist, Menschen in Angst und Panik zu versetzen wie in Deutschland. Muss man nur mal ein paar ordentliche Bilder im Fernsehen zeigen, die Politiker müssen ein paar wilde Warnungen ausgeben und schon rennen alle wie die aufgescheuchten Hühner umher und wissen nicht, was sie machen sollen und warten darauf, dass einer kommt, der ihnen sagt, was sie tun sollen. So, das ist in Schweden, in ganz Skandinavien anders. Das sind Menschen, die haben schon immer gelernt, Verantwortung für sich zu übernehmen. Die haben auch ein anderes Schulsystem als wir, wahrscheinlich auch ein anderes Gesundheitssystem als wir, immer stärker in der Eigenverantwortung. Und die Schweizer mit ihrem kantonalen Aufbau haben auch nie so richtig sich darauf verlassen, dass es da den Oberanführer gibt, der allen Schweizern sagt, was sie tun und lassen müssen. Die mussten sich auch immer selber durchwursteln und da musste jeder irgendwie Verantwortung für das übernehmen, was er da getan und gelassen hat. Insofern sind das wunderschöne Beispiele, dass es anders gehen könnte, aber mit so einer angstverjagten Bevölkerung geht das halt nicht. Österreich ist übrigens auch so ein Land, wo die auch sich leicht in die Angst jagen lassen, aber die kommen schneller wieder raus. Also die haben noch so eine Art Humor,
mit dem sie sich auf mit dem Wiener Schmäh oder was immer das ist, dann darüber hinwegsetzen. Die sagen dann, ja, wir haben zwar eine Verordnung, aber wir halten uns nicht dran. Ja, die Schweiz haben natürlich auch Sehr sympathisch. einen sehr starken Fokus auf die individuelle Freiheit und Verantwortung. Und ich finde es ja auch erstaunlich, dass die Impfquoten in der Schweiz deutlich, deutlich niedriger sind als in Deutschland. Aber eben die Hospitäler sind auch nicht voll. Und vor allen Dingen, es gibt auch so ein bisschen Widerstand. Also in der Schweiz gab es ja auch eine Zeit, wo man nur noch mit, ich glaube, 2G dann ins Restaurant durfte. Und als Ungeimpfter durfte man überhaupt nicht oder wirklich nur mit Test. Und es gab nicht wenige Restaurantbesitzer, die sich nicht darum geschert haben, die dann gesagt haben, nee, ich nehme auch Ungeimpfte, ja, das ist überhaupt kein Problem, ja. Und die waren mit immerhin auch mit 10.000 Franken Buße bedroht, wenn sie erwischt worden wären. Also da ist der Drang zum Widerstand und die eigene Freiheit nicht aufgeben wollen, ist da doch ein bisschen größer. Das fand ich doch, ja, könnten wir Deutschen denn nicht auch mal ein bisschen von den Schweizern lernen? Das fände ich jetzt nicht so schlecht. Ja, ich fürchte, dass die sich im Gegenteil eher noch gegenseitig angezeigt haben. Ja. Ah. Na gut, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen, aber ich habe noch eine wichtige Frage an dich und ja, so ein bisschen Frage in die Zukunft. Was hast du denn für eine Idee, wie wir vielleicht in 10 Jahren auf diese heutige Zeit zurückblicken werden? Kannst du da so ein bisschen Ausblick wagen? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Das ist noch nicht entschieden, wo das lang geht. Entweder kriegen wir eine Gesellschaft, in der einer den anderen überwacht und wo wir alle mit Angst umherrennen und auch froh sind, wenn uns jemand sagt, was wir alles tun und lassen sollen. Das wäre furchtbar. Und das wäre dann so eine Art autoritäres System, was sehr stark auf moralische Impulse setzt. Also, wenn du dich nicht mit der Maske da ordentlich verhältst, dann bist du kein guter Mensch, so nach dem Motto. Da gibt es Tendenzen in Deutschland, die in diese Richtung gehen. Es sind auch auffällig viele junge Leute, die auch jetzt noch draußen im Freien mit der Maske herumlaufen, nicht weil sie Angst vor Corona haben. Ich glaube, die wollen nur demonstrieren, dass sie gute Menschen sind. Und die andere Variante heißt, wir kommen zur Vernunft durch diese schwere Krise, finden wieder in unsere eigene Würde zurück und damit auch in unsere eigene Selbstbestimmtheit, nehmen Verantwortung für unser Leben dann wieder selbst in die Hände und organisieren unser Leben stärker von unten nach oben, also stärker in die regionalen Beziehungen und in die regionalen Entwicklungen, als dass wir ständig uns abhängig machen von solchen Personen, die an der Regierung oben sitzen und für das ganze Land bestimmen wollen, was da richtig und was falsch ist. Ich kann nicht Okay, sagen, welches das ist, was eintritt, wenn das, also es geht, im Grunde genommen geht es um die Lebendigkeit. Man könnte sagen, den einen geht es darum, möglichst lange zu leben. Da können sie alles Mögliche machen. Und den anderen, zu denen ich mich dann auch selbst zähle, denen geht es mehr darum, so lange wie möglich, so lebendig wie möglich zu sein. also ein bisschen auf den Punkt gebracht und auch polarisierend ausgedrückt. Wir haben so ein bisschen die Wahl zwischen dem rigiden chinesischen Weg, ich nenne es jetzt mal so, oder einem eher freiheitlichen schwedischen schrägstrich-schweizerischen Weg. Ich weiß auch nicht, wie es ausgeht. Ich hoffe, wir treffen die richtigen Entscheidungen und ich hoffe vor allen Dingen, es wird endlich mal darüber diskutiert. Und ich wünsche mir auch, dass dieses Video, was wir da jetzt gemacht haben, dass es vielleicht auch ein bisschen dazu beitragen mag, dass wir es wirklich differenziert diskutieren und auch Meinungsverschiedenheiten austragen, aber eben nicht intolerant, sondern den anderen auch anhören und selbst wenn wir anderer Meinung sind, ihn in seiner Persönlichkeit doch immer respektieren. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Ich mir auch und ich danke dir ganz herzlich für dieses offene und ehrliche, wertschätzende Gespräch, was ich mit dir führen durfte. Ich danke dir auch sehr, sehr herzlich. Vielen, vielen Dank.